Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur Robo-Fußball-Bundesliga. Ja, ich bin wieder so halbwegs gesund. Meine Stimme funktioniert wieder voll und ganz. Darum würde ich sagen, nehmen wir heute Robo-Fußball auf. Heute Samstag, 1. Dezember 2012. Perfekt! Als erstes Geschenk aus dem Adventskalender. Und morgen, am Sonntag, den 2. Dezember, kommt dann der nächste Spieltag. Plus der Start eines neuen Projekts. Ich habe ja keins mehr, seit Super Mario Bros. Auch fertig ist. Super Mario Bros. Das war nicht so ganz gelungen, aber egal. Wir sind ja hier beim Robo-Fußball und nicht bei Mario. Auch wenn der Ball so ähnlich rumhüpft. Also, 14. Spieltag. Es war ja ein bisschen fast schon sensationell, dass Düsseldorf Tabellenplatz 14 oder 15, ich weiß nicht, wo sie genau waren, gegen Borussia Dortmund einfach mal ein 1:1 geholt hat. Hätte niemand so erwartet. Und jetzt gestern noch der Streich 4:0 gegen Frankfurt. Haben die einfach aus dem Stadion gefegt. Da muss man sich wirklich fragen, was war mit Düsseldorf zwischenzeitlich los? Ganz am Anfang waren sie ja auch ganz stark, als sie noch ohne Gegentor da standen. Aber dann kam halt die Wende. Alles scheiße. Gut, kann man nichts machen. Düsseldorf ist ja hier gar nicht so schlecht mit dabei. 20 Punkte gleich auf mit dem FC Bayern. Nur eben mit dem schlechteren Torverhältnis. Deswegen ein Platz dahinter, aber das ist heute mal egal. Wir starten direkt mit dem Duell Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf, weil es so spannend ist. Obwohl hier ist Dortmund ja letzter. Egal. Mal sehen, ob sie den Befreiungsschlag schaffen oder gegen Düsseldorf ebenfalls verlieren. Los geht's, Dortmund gegen Düsseldorf. Der Ball wird direkt mal um. Das Dortmunder Tor ist mal wieder leer. Und da war er wieder zu offensiv, würde ich mal sagen. 0:1. Sonst ist das 0:2. Wir erinnern uns, Düsseldorf hat das letzte Spiel auch 3:0 gewonnen. Und jetzt finden sie auch schon wieder 3:0. Jetzt 4:0 schon. Der Ball springt einfach nur durch die Gegend. Das ist das 5. Tor jetzt. Dortmund liegt hinten gegen Düsseldorf mit 0:5. Ich glaube, das war auch nicht so beabsichtigt. Der Ball springt jetzt dank der Sprungfehler gegen die Latte. Ohne Sprungfehler, aber mit roter Kopf. Der fliegt übers Tor. Dortmund trifft die Bude nicht. Das wäre wichtig hier im Abschließkampf. Jetzt aber schon das 0:6. Und das ist auch das 7. Tor. Da ist nichts für Dortmund zu holen. Borussia Dortmund, der wird sich vierte nicht mehr aus. Borussia Dortmund unterliegt Fortuna Düsseldorf mit 0:7. Dieses Ergebnis hatten wir schon mal, aber bei Mönchengladbach gegen Freiburg am 10. Spieltag. Wir sind 4 Spieltage weiter. Das heißt, man kann keiner vorwerfen, ich hätte die Szene exakt nachgestellt. Das tue ich ja sowieso nie und das würde ich auch nicht hinkriegen mit der Pixelarbeit. Nun ja, es ist halt so ausgegangen. Solche Ergebnisse machen zwar Robo-Fußball interessant, aber sind immer hart für einen Verein oder super gut für den anderen. Nun ja, egal. Nächstes Spiel, Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Da gibt es nicht viel dazu zu sagen, das ist der wieder Tabellenführende gegen ein weiteres Kellerteam. Los geht's, würde ich mal sagen. Gladbach gegen Wolfsburg. Ich weiß nicht, vielleicht wurden bei den Gladbachern ja die Übersee. Ganz ehrlich, was war das für ein Spiel? War ja null Spannung dahinter. Der Ball war von Anfang an bloß eingeklemmt. Wie gesagt, der muss frei sein, nicht die Roboter. Also, Neuauflage Gladbach gegen Wolfsburg. Also wie gesagt, Tabellensituation. Gladbach 1., Mainz 2., Stuttgart 3. Und das ist das 1:0 für den VfL Wolfsburg. Das 2. jetzt. 3. Da nur raus. Oh, der Gladbacher schießt drüber. Der springt auf die Feder. Der auch noch, aber auf die andere.
You don't say. Von der Haustor, die man auch gar nicht gesehen hat. Das ist kein Tor. Das habe ich mich schon verzerrt. Ich glaube 3-0 steht. So also 0-3. Ach, was ist jetzt wieder am Callout? Wenn mir jemand eine Gamer Maus hat, die einwandfrei funktioniert, schenkt sie mir. Zu Weihnachten. Nein, Spaß. Besorge ich mir schon selber. Wenn überhaupt. Das wäre vielleicht, wenn ich irgendwann mal Minecraft Let's Play oder einfach privat mal zocke, gar nicht so schlecht. Ja, und das war's. Meines Wissens nach endet dieses Spiel mit 0-3. Ihr werdet ja am Callout das Ergebnis sehen. Wenn es das Richtige ist, steht da halt 0-3. Wenn es nicht das Richtige ist, steht da nicht 0-3. Aber ich habe mich jetzt in meiner Dummheit verzählt. Also, nächstes Spiel. Der VfB Stuttgart trifft auf den FC Augsburg. Wir hauen einfach mal rein die Sache. Der Tabellendritte gegen Mittelfeldteam. Los geht's, Stuttgart gegen Augsburg. Und der Ball fliegt Richtung Augsburger Tor ab drüber. Bedankt euch bei der Sprungfehler. Es steht 0-1. 0-2! Aber Stuttgart mit dem Konto 1-2. 2-2! Die Tore fallen. Aber das scheint es auch schon gegeben zu sein. Ja. Das erste Mal an diesem Spieltag schießt ein Heimteam Tore und dann steht es 2-2 am Ende. Eine gewisse Brisanz steckt hier hinter. Kann es sein, dass ich die Worte noch ein bisschen gleichsetze? Was für ein Spielwechsel und so. Ach, was vergisst das? Das nächste Spiel, Hannover 96 trifft auf Greuther Fürth. Ich muss schon in der Nase putzen, bin immer noch nicht ganz gesund, wie gesagt. Da. Moment schnell. Zerrt den Spieltag natürlich unnötig in die Länge, aber shit happens. Ist wie wenn auf der, ja, stellt euch vor, auf der Zuschauertribüne sind gerade Tumulte. Zündet einer Bengalos. So, Bengalos sind abgebrannt. Die Ordner haben alles unter Kontrolle gekriegt. Ja. Draußen schneit übrigens. Oder hat es geschneit. Da liegt jetzt eine paar Zentimeter dicke Schneedecke an uns. Hier im Schwabeländle. Also, Hannover gegen Fürth. Los geht's. Endlich ohne Bengalos. Führt jetzt mit der ersten interessanten Aktion. Und das ist das 0-1. Nach mir sieht es gerade nicht aus. Hannover mit dem Ausgleich. Weil die Spielinstanz gerade eindeutig für Fürth spricht, er geht wieder aufs Hannoveraner Tor. Und der geht rein. Ja, und dabei bleibt es auch. Hannover unterliegt Fürth mit 1-2. So, es geht weiter mit einem interessanten Duell. Zwei, die im Rennen um die Champions League dauerhaft hinterherlaufen. Ohne Witz. Das sind Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Ja, ich sag mal, legen wir los. Der Bremen gleich mal mit einem Strategieschuss oder mit schlecht. Mit einfach nur schlecht, genauso kann man sagen. Neuauflage Bremen gegen Leverkusen. Aber das 0-1 Leverkusen mit der Führung. Aber Bremen mit dem Ausgleich und der Führung. 2-1. Der rollt noch weg. Dann
nee, der rutscht weg. Oder rollt weg. Oder ja, kommt das gleiche raus. Der Ball wird noch auf die Vierer pitchen, das sage ich. Und das ist das 3:1 von Werder Bremen. Weil der Vorderfingerabprall abprallt, ist das Spiel auch zu Ende. Bremen besiegt Leverkusen mit 3:1 und ja, findet vielleicht wieder Anschluss an ein paar obere Plätze, die sind ja gerade auch so super gestellt. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's mit 1. FC Nürnberg gegen die TSG Hoffenheim. Auch kein uninteressantes Duell. Zwar ein bisschen Tabellenregion, Leute unten, ja, 17. gegen 15. Aber verspricht wieder so Spannung. Nürnberg gegen Hoffenheim. Drüber. Doppelpack von Hoffenheim. Und das 1:2 und dabei bleibt's. Weiter Nürnberger Roboter. Sich selbst weiteres verbaut. Weiter geht's mit einem interessanten Duell. Favoritenkiller SC Freiburg gegen Rekordmeister Bayern München. Das wird auch interessant. Sie haben Stuttgart am letzten Spieltag mit 2:1 besiegt. Mönchengladbach am 10. Spieltag mit 7:0 weggeputzt. Nur Mainz fehlt noch, da haben sie am ersten Spieltag gleich mal 0:1 verloren, aber da waren sie auch noch nicht in der Mega-Form. Wie gesagt, Freiburg stand am 7. Spieltag mit 3 Punkten auf dem letzten Platz. Dann kam das 1:0 gegen Wolfsburg und eine Mega-Serie raus. Nun ja, setzen sie diese Serie fort. Wir werden sehen. SC Freiburg gegen FC Bayern. Nun ja, Bayern führt es nur mit 2:1. Er war nicht im Tor. Boah, ganz knapp. Bayern im Glück. Jetzt aber der Ausgleich 2:2. Und er wollte ihn nur ins Tor schieben, aber es gelingt nicht so ganz. Jetzt gelingt es und das. Ich glaub's nicht. Freiburg marschiert weiter. Auch gegen Bayern mit 3:2. Ja, den könnten wir noch lange zugucken, aber der fällt sowieso bloß um und dann ist das Spiel sowieso zu Ende. Freiburg-Bayern 3:2. Unglaublich, was die Freiburger hier hinkriegen. Die werden vielleicht am Ende noch deutscher Meister. Hä? Ich wollte dich doch gar nicht irgendwo hinfahren lassen. Noch zwei Duelle, eins davon hat schon ein bisschen Tradition. Hamburger SV gegen Schalke 04. Ich würde sagen, wir starten das Spiel einfach mal. Los geht's. Okay, das war ein bisschen zu unfair von den Hamburger. Der ist sowieso schon mit 25 Gegentoren ganz unten auf Platz 16 steht. Schalke mit Platz 4 dann natürlich Topfavorit. Neue Auflage, Hamburg gegen Schalke. Mit dem Trick oder es gelingt halt nicht, weil da die Fehler ist. Welch eine Begründung. Welch ein Kommentarstil. Es bleibt beim 0:0. Denn der Roboter kippt da oben mit Sicherheit nicht mehr runter. Ich würde mal sagen. Das nächste Duell ist Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Wie schlägt sich der Tabellenzweite beim, ja, bei dem Team, das die, das Superduo von damals Stuttgart und Mönchengladbach immer mitverfolgt hat? SMS-Style. Frankfurt gegen Mainz. Ich würde sagen, es geht los. Letztes Spiel für heute, muss ich die SMS beantworten.
denn nicht um Kipban? Doch. Ja, okay, war gar nicht so schlecht. Das ist interessant. Da kommt keine so richtig zu Quatschis. Übers Mainzer Tor geflogen, Frankfurt bleibt was auch immer wieder zu. Mainz auch. Hab ich jetzt gedacht, ist ja nur das gleiche Spiel, ne? Jetzt könnte es aber gefährlich werden, nein, wird's aber nicht. Toll! Die letzten beiden Spiele enden mit 0:0. Schade, denn das war ein torreicher und brisanter Spieltag. Ich zähle mal. Also 29 Tore haben wir heute gesehen. Ja, wie gesagt, der nächste Spieltag, der 15. Spieltag wäre das, der kommt morgen am 2. Dezember. Freut euch bis dahin. Da wird auch das neue Projekt endlich starten. Bis dann, Leute, und ciao.